Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Wir haben hier kleine Frachteskorte um die Ecke. Ich glaube, die, was ist denn jetzt hier Phase? Die würde ich eben mal machen und dann gucken wir einfach mal, wie es so weitergeht. Boah, von der Seite zu Boden gebumst. Was? Gerumst? Ich weiß nicht. Ich habe das richtige Wort dafür nicht gefunden und deswegen habe ich unpassende genommen. Und deswegen bin ich jetzt still und laufe einfach dahin. Das sind schöne, große, breite Straßen. Das kriegen wir bestimmt hin. Obwohl, wer fragt, Eskorte, ich fahre, oder? Verteidigen! Oh, oh. Müsst ihr aber auch mal losfahren. Ich übernehme die Zügel. Okay. Oh Gott. Oh Gott, ist sie schwer zu steuern. Ah, zumindest schießt sie, ey. Das freut mich sehr. Oh Gott, und ich muss doch durch deine enge Gassen. Typ! Oh, das fährt. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ja, okay, er fährt einfach mit mir. Sehr gut. Aua! Trulla, neben mir. Schieß sie bitte mal ab, die tut mir weh. Muss aber auch anonym sein. Mach mich anonym, bitte. Ja, er muss anonym sein. Schieß sie mal bitte alle ab. Jetzt, weil ich auch drin stehe, habe ich es geschafft. Ja, okay, das sieht gut aus. Sie wollte jetzt zwar weiterfahren, aber ich glaube, wir haben es geschafft. Hoffe ich. Zeig mal, dass ich es geschafft habe. Ich stürze es ab. Nein, ich habe es tatsächlich geschafft. Und ich habe sogar Level 1. Was habe ich? Ein Feueropal? Okay. Einzigartiges Material im Feueropal. Als nächstes gibt es den goldenen Obsidian. Na gut. Dankeschön. Danke, Dankeschön. Danke, danke, danke schön. Jetzt bin ich wieder hier. Was kann ich jetzt Lustiges damit machen? Bestimmt bei Herstellung, oder? Nee. Ich weiß nicht, was mir das Materialien-Ding jetzt bringt. Das könnte man eigentlich mal machen. Das muss man nicht unbedingt machen. Das muss man auch nicht unbedingt machen. Jetzt habe ich mich schon wieder ablenken lassen. Was ich eigentlich auch mal gucken wollte, ist... 4 haben wir immerhin. 4, 4, 4, 4, 4. Was ist denn das hier? Hat sie gereibt. Ivy kann doppelt so viele Wurfmesser bei sich tragen. Ihre Messer richten außerdem wesentlich mehr Schaden an. Das ist nicht dumm. Was ist das hier unten? Im Schleichmodus ist Ivy unsichtbar, wenn sie stillsteht. Ihre Fertigkeiten als Meisterassassinen erlauben ihr förmlich mit ihrer Umgebung zu verschmelzen. What the fuck? Sie ist ein Chamäleon. Oh, das ist ja geil. Das ist ja awesome. Der Erstschlagangriff richtet mehr Schaden an und kann Gegner unverzüglich töten. Was ist denn... Erhöhte Regeneration ihrer Gesundheit. Ja, auch wenn dann meine ganzen 4 Punkte weg sind, sowas finde ich eigentlich immer gut. Okay. So, jetzt bin ich wieder hier, ne? Ja, jetzt bin ich wieder hier. Da hatten wir jetzt nochmal ein paar Kisten, aber... Rennen von A nach B. Ein Frachtdiebstahl. Eigentlich würde ich eher mal wieder gerne was Richtiges machen. Komm mal, hier haben wir... Gar nichts. Zeig mir nicht an. Hallo? Anarchische Intervention. Empfohlenes Level 5. Haben wir ja eigentlich. Und das ist auch... Schnellreise. Ja, komm, dann mach mal die Schnellreise dahin. Machen wir mal die nächste Sequenz. So wird das hier genannt. Ich will es ja nicht Mission sagen, aber sie nennen es ja eher Sequenzen. Können wir so ein neues Outfit bewundern. Wunderschön. Dem Tuch, das überhaupt nicht, das farblich überhaupt nicht dazu passt. Darf
dafür laufe ich ganz viel. Bleiben Sie stehen und halten. Ja, ich hätte gerne mal wieder lustige Funfacts über London im Jahre 1868. Da kann ich dann wieder auf Partys mit prahlen. Was ich nicht alles über London 1868 weiß. Halten Sie L in eine Richtung und drücken Sie dann Viereck, um andere Fahrzeuge während der Fahrt zu rammen. Genauso haben Sie das London 1868 gemacht, um Fahrzeuge zu rammen. Ahem. Jetzt bin ich hier. Oh, das sind ganz viele Sachen. Wo bin ich jetzt nochmal? City of London. Das ist eigentlich noch zu hoch hier. Ich glaube, als nächsten Bezirk, den ich voll machen will, nehme ich dann eher den hier. Na, guck, da ist ja auch noch eine. Wo Rauch ist. Ist doch Feuer. Aber jetzt machen wir erstmal die hier. Sind ja beide Level 5. Das hat mir beide hingekriegt. Vielleicht vorhin nochmal, ist hier jemand, bei dem ich einkaufen könnte? Oh Gott, ich will da nicht langlaufen, nur ich lauf gerade voll in die Templerjagd rein. Das ist nicht so schlau. Ich hätte gerne noch. Hab ich denn? Na gut, ich habe auch noch 7 Messerchen, okay. Ja, shoppen wäre cool gewesen, aber wir kriegen es auch ohnehin. Unter mir, wahrscheinlich. Wow, Alter. Nein, 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 nein. Kind, ich will nur, dass du runtergehst. Dankeschön. So, da bin ich. Wie kann ich dir helfen? Ein trauernder Arbeiter sind auf brutale Rache mit gefährlichen Templersprengstoff. Halten Sie ihn auf, bevor jemand verletzt wird. Oh, nö. Das hört sich schon wieder so nach Zeit an, aber gut. Jetzt bin ich hier, jetzt wird's probiert. Nach einer 18-Stunden-Schicht ist sein Sohn vor Erschöpfung umgekippt und war tot. Frank wird von Trauer verzehrt. Er gibt der Regierung die Schuld, weil sie sich weigert, die Rechte der Arbeiter zu schützen. Ich kann ihm seine Wut nicht verdenken, doch ich fürchte, er ist zu weit gegangen. Er will eine Lieferung Nitroglycerin stehlen, um damit die Parlamentshäuser anzugreifen. Menschen zu töten und Besitz zu zerstören, bringt gar nichts. Demokratie ist der einzige Weg zum Sozialismus. Bitte stoppen Sie ihn, bevor er sich selbst oder andere umbringt. Ich schätze, er wird jetzt auf dem Weg in die City of London sein. Warum sind die hier tot? Okay, falls es eure Kutsche war, sorry, ich leih sie mir mal. Obwohl, hätte ich auch hinlaufen können. Ja, los. Was will der denn jetzt von mir? Ich habe doch nur eine Kutsche genommen. Nein, 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 das wollte ich gar nicht. War keine Spur von Mr. Morris. Oh oh. Ah, scheiße, ich will auf diese Kutsche! Lass mich auf diese Kutsche! Was? Wer bist du? Eine Freundin von Karl Marx. Ich muss mich konzentrieren. Sag Marx, ich brauche seine Hilfe nicht. Oder deine. Oh oh. Oh oh. Oh oh, das heißt, sie muss vorsichtig fahren! Was erwartet er denn? Selbst ein Hund beißt zu, wenn er zu oft getreten wird. Besonders werde ich gleich wahrscheinlich auch noch angegriffen. Ich fahr schön langsam. Lass sie mich durch. Dankeschön. Oh Gott. Okay, jetzt habe ich ein bisschen freie Fläche. Langsamer. Der rammt mich jetzt aber nicht, oder? Oh, Mädchen. Alter, da sitzt ja noch einer drauf. Oh oh. Scheiße. Ich sollte fahren. Ich weiß noch nicht genau, wo ich hin muss. Was? Eine verfolgende Kutsche auf den Kopf drehen? Aber ich kann ihn ja nicht rammen!
Oh oh, wir gehen gleich in die Luft. Ja, das ist mir klar. Alter, wollt ihr mich verarschen? Wie viele sind das denn hier jetzt gerade? Ich will nicht sterben. Ich fahre einfach ganz schnell weg. Lass mich in Ruhe. Alter, warum denn? Lass mich einfach in Ruhe. Ja, ich weiß, dass ich völlig falsch fahre, aber ich glaube, das war's jetzt eh erstmal. Oh Gott, ich bin so gut wie tot. Ich bin tot. Aber wie soll ich das denn machen? Uncool. Ich muss sie ja irgendwie loswerden, sonst kann ich das ja nicht abliefern. Aber ich kann sie ja nicht rammen, weil dann gehe ich in die Luft. Ist ja die Frage, ob sie spawnen oder ob ich einfach aus der Kutsche rausgehe und sie alle verprügle und dann hauen wir ab. Ich hätte vielleicht Jacob für diese Mission nehmen sollen. Obwohl ich ihn auch nicht unbedingt mit einer Kutsche Nitro-Kritzelin fahren lassen will. Genau das. Ah, jetzt komm ran. Das ist eigentlich immer das Schlimmste, wenn man gestorben ist, in diesen ewig langen Ladebildschirm festzuhängen. Gracias. Max, ich brauche seine Hilfe nicht. Oder deine. Hopp. Eine verfolgende Kutsche auf den Kopf drehen. Wie soll ich das denn machen? Scheiße. Ich lass mir nicht vorschreiben, was ich tue. Na super. Wo ist er? Kann ich die Kutsche nicht einfach schieben? Ich bin noch fast da. Komme ich nicht drauf. Ich bin noch so gut wie da. Mach links. Mach rechts. Aha. Ganz genau. Nach rechts! Gott. Muss ich mich wirklich in dein Leben einmischen? Gutes Mädchen. Aua, ich komme nicht durch. Nach links! Aber bitte lass mich in Ruhe. Nach links! Mal sehen, was passiert, wenn ich deinen Kopf abgeschossen habe. Wir werden noch in die Luft fliegen, wenn du nicht aufpasst. Ey, du bist gerade gefahren. Ich kann nichts dafür, wenn du überhaupt nicht fahren kannst. Nach links. Da ist ein fucking... Na los. Weiter. Nach rechts. Wie hätte ich da jetzt sonst durchkommen sollen? Alle mehr, ey. Ruhig, Mädchen. Ah, ich komme nicht zurück. Ah, Hilfe, Hilfe. Es lief doch gar nicht so schlecht. Wie lange geht das denn noch? Oh, halt die Fresse. Wer sind diese Leute? Jedenfalls scheinen sie sehr entschlossen zu sein. Wir sitzen fest. Du musst da hoch und sie ausschalten. Ey, wo bin ich denn? Wollt ihr mich verarschen?
Ich soll ihn verteidigen, das weiß ich. Ich bin nur gerade. Ich dachte, ich kann hier jemanden von oben, aber gut, kann ich nicht. Ja, ich komme, ich komme. Ja, nein, bitte stirb nicht. Ah, komm schon! Mann, ich dachte, er hat gesagt, ich soll nach oben. Ah, jetzt ist er tot, ey, ich kotze. Muss ich jetzt nochmal fahren? Der Verbündete ist mir doch egal. Ich kämpfe weiter. Scheiße. Ach komm, bitte sag zumindest, dass es da gespeichert hat. Ich will die Kutsche jetzt nicht nochmal fahren. So cool war das jetzt auch nicht. Ich muss wahrscheinlich die Kutsche jetzt auch nochmal fahren. Ich dachte, ich muss irgendwie hoch, weil da wurde... Ach, die Kamera war aber auch dumm in dem Moment. 13.14. Der Templer-Großmeister Jean-Symbolé wird auf dem Scheiterhaufen verbrannt, woraufhin sich der Orden in den Untergrund zurückziehen muss. Faszinierend. Kann ich wieder auf Partys mit meinem Wissen angeben. Bitte, 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 bitte. Ich wollte gerade noch Medizin benutzen. Nun, gut, dann rede ich vielleicht doch einfach mit ihm auch, anstatt dass ich da auf Menschen losprügle, die alle viel stärker sind als ich. Oh, es tut mir so leid. Jetzt sitzen wir schon wieder am Ladebildschirm. Ah, drücken Sie X, um die gegnerische Verteidigung zu durchbrechen, ja. Ist übrigens lustig, wenn man nur R2 drückt. Auf die Plätze, fertig, los! Steht da so, als würde sie an der Startlinie darauf warten, losrennen zu dürfen. Okay, ich bin wieder da. Nicht kämpfen, erstmal reden. Wahrscheinlich sagt er mir nur, ich soll ihn verteidigen. Jetzt haben die ihr Nitro zurück. Bist du zufrieden? Kein bisschen. Ich glaube kaum, dass sie etwas Besseres damit vorhaben als du. Verdammt. Jetzt muss ich rausfinden, wohin sie es bringen und warum. Da kann ich vielleicht behilflich sein. Komm zu mir nach Sadak, wenn du soweit bist. Ah, geil. Das hat's jetzt vollgebracht. Eine verfolgende Kutsche auf den Kopf drehen mit dem Nitro und Kritzelin hinten drin. Ja, das hätte ich mal sehen wollen. Okay. Kampffähigkeitspunkt erhalten. Was ist das hier jetzt für ein rotes Gedingel? Mir ist doch irgendwas rot. Ach, ein Wagen! Okay! Schafft sie hier weg! Ihr habt hier nichts zu suchen! Wuhuhuhuhu! Wagen schwimmert eigentlich Spaß. Oh nein, so viele Kinder! Ich glaube, sie haben alle überlebt. So viel leichter, wenn du nicht auf Nitro kritzelst. Oh Gott, warum kann ich das nicht aussprechen? Wenn du nicht darauf achten musst, dass deine Karre hochgeht. Ja, komm ruhig ran. Oh, das war unsere, sorry. Hilf mir mal, Typ. Da komme ich jetzt nicht lang, weil ich bin nicht anonym. Ah, er ist weg. Oh Gott, Typ! Es geht! Danke, dass du den für mich erschossen hast, aber bitte ramm mich jetzt nicht an die Wand. Und ihr geht mir alle aus dem Weg. So, Hammer jetzt. Schön. Ja, einfach mal so einen Wagen entführt. Ja. Gut. Wo sind wir jetzt und was kann ich tun? What the hell? Komm, Sau. Ich habe einen Fähigkeitspunkt erhalten. Und da ist eine Kiste. Die hole ich mir. Ist gar nicht so weit weg.
Und, weil Spaß macht. Und natürlich, weil sie es verdient haben. Ist ja nicht so, als würde mir das Spaß machen, den Bösen jetzt auf die Mütze zu geben. Guck mal, Kinder. Hallo. So, ich gucke... Oh, guck mal, wieder der Typ, der den Kindern vorliest. Süß. Ich gucke mal eben, ob ich mit denen... Kann ich... Das wollte ich eigentlich nicht gucken, aber habe ich irgendwas Besseres jetzt mittlerweile, das ich benutzen kann? Das ist alles voll scheiße. Das ist alles ultra scheiße. Ach, die finde ich dann irgendwo in London, okay. Ja, gut, den habe ich gerade. Den kann ich herstellen und dann tatsächlich auch benutzen. So wie ich das sehe, Level 6, ja, kostet 3. Oh, wir haben ja gerade echt viel Geld. Ja, komm, machen wir. Herstellen und ausrüsten. Passt farblich auch viel besser zu unserem Outfit. Ich weiß nicht, kann man die Dinger auch nochmal upgraden? Ich glaube nicht. Nee, die kann ich eh noch nicht alle. Kommen Sie in der Hauptgeschichte voran. Erreichen Sie Loyalitätslevel 2 mit Robert Tupping. Dafür müsste ich mal wieder eine Kutschenwettrennen machen. Oder kämpfen. Ringen, kämpfen. Ich habe alle mal bessere Schusswaffen. Ich habe irgendwie das Gefühl, meine Schusswaffen sind voll scheiße. Die ist scheiße. Die sind alle scheiße. Die kann ich eigentlich auch nochmal verbessern. Kommen Sie in der Hauptgeschichte voran, kommen Sie... Level 9. Nee. Wow. Erobern Sie den Bezirk City of London. Die ist ja schick. Na gut, dann lassen wir das erstmal so. Ich würde eigentlich unter Fähigkeiten gucken. Da habe ich gut, da habe ich jetzt 2. Da werde ich jetzt wahrscheinlich keinen Blumentopf mit gewinnen. Na gut, das könnte man mal machen. Das ist vielleicht eigentlich ganz angenehm. Machen wir mal. Dann werden die sich nicht mehr, die dummen Säcke. Brauche ich noch 3 bis zum nächsten Level. Gut, gut. Kann ich jetzt noch irgendwas... Wir sind jetzt bei 23 Minuten. Was wirklich was anzufangen, nutze ich nicht mehr. Haben wir zumindest noch ein Kistchen, das ich looten kann. Komm, hier ist nur eine Wagen-Eskorte. Gott, da haben wir... Es ist ja voll die Kutschenfolge heute. Das ist auch noch ein Frachtdiebstahl. Aber die Wagen-Eskorte ist gerade direkt hinter mir eigentlich. Machen wir mal eben. Oh, sorry. Das ist wirklich voll die Kutschenfolge. Komm schon, alte Stute. Hey, meine Lieben. Ich übernehme. Fahrt hier? Was tust du? Der kann nicht fahren. Okay, aber er fährt. Er fährt. Ach, wir sind schon da. Ja gut! Aber gut! Schnitt unser Quartier war ja irgendwie direkt um die Ecke. Also ich freue mich, dass ich euch beim Eskortieren helfen konnte, Jungs. Ich weiß, ohne mich hättet ihr das nicht geschafft. War das heimlich? Also wir haben voll das Chaos heute. Ah, okay, Leute, allerdings würde ich jetzt sagen, bevor ich das jetzt noch unnötig irgendwie in die Länge ziehe, oh, da hinten ist so eine goldene Küste, die hätte ich ja gerne, da ist immer ganz tolle Sachen drin. Ich glaube, die holen wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall. Beziehungsweise, ich drücke hier jetzt auf Schnellreise zu diesem Aussichtspunkt. In der nächsten Folge springen wir dann darunter, holen uns die goldene Kiste, wechseln wahrscheinlich mal wieder zu Jacob und vielleicht machen wir ja mit seiner Sequenz weiter. Das und alles nächstes in der nächsten Folge. Ich hoffe zunächst, dass euch diese hier gefallen hat und dass ihr das nächste Mal dann wieder mit dabei seid. Bis dahin.